Servus liebe Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen 415 Ultimate Team Part. Er sollte ja eigentlich schon gestern erscheinen, aber leider habe ich das nicht mehr geschafft, weil ich einfach eingepennt bin. Und wir haben es jetzt Samstagmorgen 5.40 Uhr zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und damit ich den nicht verkacke, nehme ich nämlich jetzt noch auf, obwohl ich noch ziemlich, also schon ziemlich müde bin. Das ist schon, also natürlich schon längst, aber naja. So, wir haben ja letztes Mal das Entscheidungsspiel gehabt und da hat sich entschieden, dass ich leider doch nicht in Liga 1 wieder aufsteige und jetzt läuft es noch beschissener, denn ich habe, tada, ganze vier Niederlagen zu verbuchen und nur einen Unentschieden. Ich habe eben ein Spiel gemacht, habe ich auch verloren und deswegen habe ich jetzt mal umgestellt hier und zwar sieht das Ganze jetzt so aus. Ich habe jetzt hier Aubameyang, war glaube ich hier noch im letzten Part zum Beispiel, da ist der jetzt hier hingewandert. Halt jetzt außen, ne? Thomas in der Mitte, also jetzt, das ist meine Offensive jetzt. Hab dann Gustavo rausgenommen, Boateng reingepackt und Firmino noch reingepackt für Mkhitaryan und Dings halt, den guten. Obwohl, ja, den guten Gustavo. Jetzt wollte ich aber mal gucken. Übrigens habe ich noch hier, das kann ich auch nochmal kurz zeigen, Spielerrollen nicht, sondern Anweisungen halt eingestellt hier ein bisschen. Wie die sich orientieren sollen. Hier, der soll nach vorne gehen, er soll hinten bleiben, und so weiter. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht ihn doch durch Mkhitaryan ersetzen will, weil Mkhitaryan mal um einiges nochmal schneller ist und noch besser dribbeln kann. Er ist halt ein Arbeitstier, das heißt, er rennt halt viel. Naja, also er rennt aber auch nach hinten. Dafür hat er eine gute physische Stärke. Ich weiß es nicht. Und kann auch gut schießen. Ich tausche ihn erstmal aus und guck mal, wie Mkhitaryan sich so dann macht auf dieser Posi. Chemietechnisch natürlich auch besser. Hier, chemietechnisch alles okay eigentlich mit 7-7 und hier Hulk auch 8 trotzdem noch. Dadurch, dass er hier einen Brasilianer hat und jetzt auf den rechten Flügel spielen kann, ist es okay. Deswegen testen wir das Ganze so doch mal ab hier. Und guck hier. Dortmund, 2 Bayern. Jetzt war ja, und hier müsste noch, ja gut, Lahm spielt er ja da gar nicht mehr, spielt er ja eher, ja, Mittelfeld halt. Aber gut, wir werden das Ganze jetzt mal so einfach probieren. Zack. Ach nee, bevor ich das mache, will ich euch noch was anderes zeigen. Münzen genug habe ich dafür nicht, aber es gibt immer, müsst ihr mal aufpassen, ich glaube bis wann eigentlich? Bis Weihnachten oder darüber hinaus noch? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, dass diese Steam-Winteraktion gerade bis zum 2. Januar geht. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Da sind die Spiele knallhart reduziert momentan. Aber und zwar kann ich mal Gold-Sets, sondern hier die Promo-Sets. Da gibt es immer jetzt diese Dinger. Seltene Verbrauchsobjekte ist momentan. Also das brauche ich nicht. Das werde ich mir nicht kaufen. Ja. Aber wenn ich Münzen habe, das geht jetzt wie lang? 19 Stunden noch. Nicht mehr so lang, wenn ihr den Part seht. Ja, dann eher 10 Stunden oder so dennoch. Oder nee, weniger sogar. Ich weiß es gerade nicht genau. Aber auf jeden Fall, ich suche mir schon mal einen Gegner. Erstmal Chemie nochmal angucken. Gibt es ja auch verschiedene. Ah, guck mal. Habe ich noch ein Teamtraining? Nein. Gibt es da verschiedene. Es gab jetzt letztens, da habe ich leider keine mehr gezogen von. Was war das noch? 30 Objekte? Keine Ahnung, auf jeden Fall waren da richtig viele Seltene auch mit bei. Ich glaube 12 Seltene oder so, irgendwie sowas war da. So, Chemie, das ist okay so. Und da gibt es jetzt immer so eine Aktion und so eine besonderen Special Promo Packs. Und da wird jetzt bestimmt die nächsten Tage auch mehr kommen, noch. Und da bin ich mal gespannt. Und wenn da was Cooles bei ist, ziehe ich vielleicht auch mal ein paar. Und nehmen wir das dann vielleicht auch auf. Also, denk mal schon. Okay, Gegner hat die Partie verlassen. Obwohl das Spiel sich noch im Grunde gar nicht aufgebaut hat. Interessant. Hallo? 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 Oh, was ist das denn, sowas? Oh, Mann. Ja, wurde unterbrochen. Schön, ich habe nicht mal einen gefunden. So, liebe Freunde, jetzt habe ich endlich einen Gegner hier gefunden. Das hat ziemlich lange gedauert. Oh, deswegen auch der Cut hier.
Eieiei, das war echt hier ein kleiner Kampf schon fast. Ich muss jetzt sogar mal FIFA nicht stellen, aber ich dachte, das kann ja nicht sein, dass ich hier keinen Gegner finde. Naja, okay, mhm. Ja, okay. Na gut, mal schauen. Durchwachsenes Team, aber jetzt kein Ultra-Team. Also, Spielplatz landen, ja. Also, das Ding ist, aber wie ihr vielleicht, genau, das habe ich noch gar nicht angesprochen, wie ihr vielleicht gesehen habt, ich kann maximal noch 15 Punkte holen, habe aber erst ein, also 5 Spiele noch, mit diesem natürlich, ja, da hat er aber gezogen, ja. Mit diesem noch, ah, oh, schade. 5 Spiele sind also 15 Punkte, maximal aus Bode. Einfach mal drauf. Schade. Ja, 15 Punkte maximal. Das heißt, am Ende kann es maximal 16 haben. Man braucht 18 für den Aufstieg, für den Wiederaufstieg hier. Und somit kann ich gar nicht mehr aufsteigen jetzt schon wieder. Super. Schon wieder, eigentlich ist es schon wieder eine Saison für den Arsch irgendwie. Also so umsonst irgendwie. Habe ich, ja, keine Ahnung. Aber das Ding ist, ich könnte sogar noch absteigen, wenn ich das eben nicht schaffe. Ich glaube, ich darf... Ich muss... Ja, also 4 Spiele auf jeden Fall gewinnen. Damit ich über die 12 Punkte komme. Thomas, ach schade. Berührt ihm in den Kopf, aber kriegt ihn da nicht. Ich hätte ihn eigentlich auch ins Abseits laufen lassen können, ne? Oder ins Abseits stellen können, vielmehr. Scheiße, das war klar. Hä? Aber Firmino, was machst du? Firmino, sage ich. Heißt er nicht Firmino? Ja. Weißt du, ne? Ja. Genau, aber ich sag Firmino. Ach, das ist echt zu spät und zu früh gleichzeitig. Hey. Oh, schade hier. Thomas, knallt mal hier einen Lattencracker. Ohne linken Lattenkrost. Genau. Lattenrost. Lattenkreuz fahren. Das laber ich finde. Gülle, noch mehr als sonst irgendwie, habe ich das Gefühl. Mit so einer verkorksten, verschlafenen Stimme hier gerade. Abseits, ja. Tschüss. Er ist einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. Ja, war eine ganz knappe Kiste auch hier wieder, aber die Fahne des Assistenten. Zack, zack, zack. Zack. Schön, jetzt aber. Ja, gut. Das ist wichtig, weil man da wegen des muss man mal nicht absteigen, ne? Was glaube ich? Ja, schön, abgefangen, aber wieder verloren, super. Ah! Oh oh. Oh. Zum Glück nicht zum Schuss kommen lassen hier. Oha. Das sah schon relativ gefährlich aus. Ich dachte, ich passe. Wollte ich zuerst sogar. Hin und her gepasst hier. Zack. Geht doch, Leute, geht doch. Thomas, du wirkt doch ganz engagiert hier gerade. Der will auch heute mal ein paar Tore machen, sagt er. Götze. Nein. Ach, schade. Hätte ihn den wieder abgenommen, wenn er nicht hier den Pass bringen wollte. Und der Ball an ihm abgeprallt wird. Also, ne? Die ist ein Gegenspieler.
Ah, Mkhitaryan. Oh! Eieiei! Müller kriegt den da sogar noch irgendwie angenommen, auf jeden Fall. Beziehungsweise das heißt angenommen, sondern. Kriegt den da irgendwie noch. Vom Fuß, dass er da vielleicht versuchen kann, da was rauszumachen. Ah, das war dumm. Aber ey, 2-0 Führung, das ist schon einige Tage her, seitdem ich das mal verbucht habe hier. Aber heißt natürlich noch längst nichts. Zack. Ah, warum denn? Ich habe doch gar nichts gedrückt. Wo das ihn annimmt. Ja, die wirken alle gerade irgendwie so energetisch. Warum auch immer. So schnell und kraftvoll oder so. Oh. Alles klar, machen wir das. Thomas, ey. Du bist mir einer. Klatsch hier mit dem Pop ist weg. Zack. Roberto Firmino. Ah, schade. Jawohl! War zwar jetzt kein Mega-Ding, aber immer ein Fahrrückzieher. Ein reiner Fahrrückzieher, der schön reinging. Also Mensch, war nicht ganz schlecht, ne? Zack. Geht nicht rein. Oder denkt, oh gut, dann mach ich mit dem Fahrrückzieher. Ja, war jetzt nicht so ein Mega-Ding, aber immerhin trotzdem Fahrrückzieher, ne? Ist natürlich auch mal was. Immer ein kleines Schmankerl hier, ne? Götze, ei, Götze wohl die Linie, Götze wohl den. Kann sich hier das Spiel bisher sehen lassen, im Gegensatz zu meinen anderen Spielen hier, die ich bisher die Saison absolviert habe. Ich glaube, das sieht man auch an der Bilanz. 4 Niederlagen, ja gut, hä? Das ist natürlich klar, dass es da Besseres gibt, so. Jungs, was macht ihr denn da? So, gehen wir in die Wufe, die in der Halbzeitpause mit einem 3-0 ist natürlich mal nicht verkehrt. Das hätte ich die Saison öfter mal gebrauchen können, ne? Oh, naja, okay. Wurde eigentlich. Der hat gar nicht, der hat nur 3 Sterne, oder? Der. Wer hat ihn? Der Aubameyang. Hat, glaube ich, nur 3 Sterne. Das heißt, er hätte gar keine Rabona Cross. Cross. Rabona Flanke machen können. Oh. Schön, setzt den Puppe ein. Ja. Oh ne, der war scheiße. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Ashley Young. Das müssen wir nicht loben. Eieiei. Das unterschreibe ich. Ich dachte, halt geht da mal ein bisschen. Oh ne. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Bisschen risky hier, ja, aber na gut. Nein, wäre der Pass gekommen. Thomas war durch. Thomas war einfach schon durch. Durch. War klar, dass er dann verkackt wird. Mann. Thomas, ja. Das war klar. Ich verstehe gar nicht, warum ich es probiere. Ich sehe schon vom innerlichen Auge oder so. Sehe ich schon. Okay, das wird nichts. Da wird abgefangen. Ich mach's trotzdem.
Ah, schade. Da wollte ich zu viel. Oh nein, er läuft am Ball vorbei, Alter. Schön. Ja, war ja nix. Hä, für mich? Verstehe ich nicht. Na gut. Götze. Schade. Bisher haben sie hinten nach den Eckbällen gut gestanden. Und da ist das nächste Tor. Ja gut. Auch nicht schlecht, ne? Auch kein schlechtes Tor hier. Macht er für mich einen schönen Außenschein, lässt ihn einmal abtropfen und zack. Schön mit Gefühl rein da. Ich weiß noch, ich habe mal mit Henrik. Ich weiß nicht, wie wir da. Doch, wir hatten zusammen, glaube ich, mit meinem Ultimate Team gespielt. Als ich ihn für Mini früher auch noch drin hatte. Und da hat Henrik einfach mal gedacht, also zu zweit haben wir dann mit meinem Ultimate Team gespielt und dachte sich Henrik einfach mal, er zieht einmal mit Firmino ab. Ich habe die Datei sogar noch, ich hatte das danach mit Fraps nochmal abgecaptured, weil man die ja so nicht mehr speichern kann, die Tore, dummerweise. Und die Datei habe ich noch. Dann werde ich es wohl mal auch mal reinschneiden. Vielleicht. Was für ein Tor Henrik da gemacht hat. Aber vielleicht nicht mitten im Game hier, sondern ins Ende lieber. Oh, nee. Oh. Oh. Und weiter heißt es aufgepasst. Abgefälschter Ball und im Aus. Ja, und das kann der Firmino halt. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Ah, verdammt. Richtige Balleroberung im Mittelfeld. Beide Rangelei um den Ball. Benatia. Müller. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. So macht das richtig. Man, Hulk wollte auch mal ein Tor machen. Ah, was? Ich hab gerade geschossen und dann war der Ball schon weg. Gutes Tackling auf der Außenposition. Jovetic. Schön, er kriegt hier Unterstützung. Nein, Kacke. Holen Sie sich den Ball zurück. Ashley Young. Soldado. Der Zweikampf war gut und er hat die Kugel. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Thomas, ah, schade. Nein. Balleroberung im Mittelpunkt. Müller. Aber vielleicht jabbert Hulk da was rein. Vielleicht sollte ich mir mehr Zeit lassen, aber Freistoß nicht Depp. Sollte ich machen, ja. Aber ich glaube, ich hätte eh so die gleiche Schussstärke ausgewählt. Das heißt, er wäre sowieso wohl drüber gegangen. Aber trotzdem, ich lasse mir nie genügend Zeit für Freistöße. Deswegen wird das auch so selten was. So gut wie nie halt. Also auch deswegen vielleicht. Großkreuz. Oh, eieiei. Ashley Young. Auf jeden Fall 4-0 ist schon nicht verkehrt hier. Nicht. Super Pass, genau. Der könnte passen. Gut, 4-1. Kann ich auch noch mit leben, weil das Spiel ja eh zu Ende ist. Sprich's mal aus. Ja, darf man an dieser Stelle sagen, das ist nicht mehr die große Wende, dieses Tor. Dembélé. Müller. Ah, komm. Er kriegt hier noch, aber bringt mir auch nichts. Optimal gelöst das Ganze. Ah, was? Beute für die Verteidigung. Fabregas.
Papastathopoulos. Roberto Firmino. Mann, was? Gut. 4-1, hätte man noch ein 4-0 draus machen können. Naja, gut. Gut, dieses eine Tor ist jetzt, sollte mich nicht so weiter jocken. Denn ich habe gewonnen. Und es gibt 3 Punkte und die sind sehr wichtig. Jetzt muss ich mindestens noch 3 Spiele gewinnen. Sonst steige ich sogar ab. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Gar, genau. Also, Firmino hat ein schönes Tor gemacht. Aubameyang, verrückt hier, war auch ganz okay, ja. Waren beide jetzt nicht mega Dinger, aber beide ganz schön eigentlich, ne? Und ich kann ja hier jetzt nochmal die Tor von dem Henrik mit dem Firmino ranhängen, weil das durchaus sehenswert war. Also, liebe Freunde, bitteschön. So, ihr habt es gesehen. War echt schon ein wuchtiges Ding, ja, schönes Ding. Und das war's auch hier von diesem Part. Haben hier wenigstens endlich mal wieder einen Sieg geholt nach im sechsten Spiel hier, nach 5 sieglosen Spielen, ja, 4 Niederlagen, ein Unentschieden, haben wir jetzt endlich auch mal einen Sieg wieder geholt. Und wie gesagt, das war's von diesem Part. Wir sehen uns im nächsten um 16 Uhr gibt's, was laber ich da schon wieder? Es ist einfach zu spät oder zu früh, 6.16 Uhr mittlerweile. Also, um 16 Uhr kommt noch Crysis 3, könnt ihr euch gerne reinziehen. Vielleicht ist sie auch schon online, wenn ihr dieses Video seht. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.